Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu einer weiteren Spielvorstellung einer Neuheit 2018. Mercado, falsches Geld und wahrer Ruhm. Von Rüdiger Dorn beim Kosmos Verlag erschienen für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren und Spielzeit ca. 30 Minuten. Ja, worum geht es denn im Großen und Ganzen? Wir sind Händler. Wir sind auf dem Markt und wir versuchen uns durch das Erwerben von verschiedenen Kunstgegenständen oder besonderen Gegenständen sowie diverser Düfte uns Vorteile zu verschaffen, Ruhmespunkte anzuhäufen und so am Schluss der erfolgreichste Händler am Platz zu sein. Um so der erfolgreichste Kaufmann zu sein, um Ansehen zu sammeln und die anderen quasi in die Röhre schauen zu lassen. Ein schönes Spiel mit Säckchen. Und wer jetzt denkt, dahinter verbirgt sich ein ja, ausgefuchster Backbuilding-Mechanismus, den muss ich an dieser Stelle tatsächlich jetzt schon enttäuschen. Denn hinter Mercado versteckt sich ein schönes Familienspiel und jetzt machen wir weiter mit den Regeln. Und das Fazit folgt danach. Kommen wir nun zur Regelerklärung von Mercado. Die Regeln sind denkbar einfach, der Spielaufbau ist relativ schnell gemacht, auch wenn es von kleinem Nachteil ist, dass man jedes Mal diese fuddeligen Münzen sortieren darf. Halb so schlimm. Ihr habt hier zuerst mal verschiedene Rückseiten auf den Karten. Wir haben hierbei die betörenden Düfte, wertvolle Gegenstände und die Markttafeln. Die Markttafeln sind immer im Spiel. Aus dem Stapel der betörenden Düfte zieht ihr 2 und legt sie vor euch aus. Des Weiteren von den besonderen Gegenständen 4 Stück und legt sie vor euch aus. Wichtig ist nun, dass alle genau gleich ausgerichtet sind. Der Spieler, der hier sitzt, also in eurer Position, hat hier immer diesen roten Rand. Das heißt, er nimmt sich das rote Spielertableau. Ihr könnt das Ganze wenden, falls ihr keine Frau seid. Wir lassen es jetzt einfach mal so. Der Spieler erhält des Weiteren ein Siegel, was er sich neben hinlegt. Und jeder Spieler erhält 5 rotbraune Münzen, 5 goldene Münzen, 5 türkise Münzen, 5 silberne Münzen und 5 schwarze Münzen, auch Falschgeld genannt. Diese Münzen schnappt ihr euch und tut sie in euer Säckchen. Das macht jeder Spieler. Die übrigen Münzen, die farbigen übrigen Münzen, kommen wieder zurück in die Schachtel. Alle schwarzen und weißen Münzen legt ihr am Spielfeldrand bereit. Wichtig, nicht nur für den roten Spieler gilt es natürlich, sondern ihm gegenüber sitzt der gelbe Spieler, daneben dazwischen der blaue und der grüne Spieler. Ihr schaut also immer so drauf, dass ihr immer auf eurer Seite des Spielplans eure Farbe habt. Wir haben nun schon mal alle Spieler vorbereitet. Jetzt kommen wir zum Punktetrack. Hier legt ihr auf dem Punktetrack, wir haben die A- und die B-Seite. Empfehlung ist, für den Anfang die A-Seite zu nehmen. Später könnt ihr auf die B-Seite switchen. Hier legt ihr diese Privilegienkarten gemischt auf 2 Stapel und die Siegel bereit. Für die erste Partie wird empfohlen, diesen Startmarker hier oben auf das Falschgeld zu legen. Von hier lauft ihr nun hier herum und wer zuerst diesen Marker überquert, der gewinnt im Normalfall das Spiel. Die Runde wird aber dazu noch zu Ende gespielt. Wichtig ist, wer oben aufsitzt, ist der führende Spieler. In diesem Fall würde Grün führen. Wenn es sich jetzt zum Beispiel hier nachher neu stapelt, jetzt würde Rot führen. Warum? Weil Rot auf Blau sitzt. Das heißt, wenn jemand im Laufe des Spiels gleich zieht, dann gewinnt dieser Spieler. So auch für das Spielende. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, wir hätten es jetzt so und Gelb schafft es hier nach vorne zu ziehen und Grün wäre noch dran und schafft es aus welchen Gründen auch immer gleich zu ziehen, dann wäre dieser glückliche Zufall, dass Grün jetzt tatsächlich das Spiel gewonnen hat. Aber dazu gleich mehr. Wir legen das wieder zur Seite. Den gemischten Stapel mit den betörenden Düften und mit den besonderen Gegenständen legen wir parat. Wenn wir dran sind, haben wir genau 2 Möglichkeiten. Entweder wir nehmen die ausliegenden Münzen auf unserem Charakterkärtchen wieder zu uns zurück in den Beutel oder aber
und das ist viel häufiger der Fall, wir ziehen genau drei Münzen. Super Beispiel. Falschgeld, das Schwarze, müssen wir sofort auf unseren Charakter legen. Die anderen zwei Münzen dürfen wir nun an eine Karte oder an zwei Karten anlegen, die mit der Blickrichtung zu uns sind, farblich. Das heißt, ich dürfte zum Beispiel Braun und Türkis hier anlegen, denn hier ist etwas gefordert. Wir brauchen hier eine silberne, eine braune, eine goldene und eine türkise Münze, um dieses Horn hier zu erwerben und dafür 5 Siegpunkte einzustreichen. Das heißt, ich hätte hier jetzt schon mal 2 von 4 Münzen, die ich benötige. Ich kann auch vor dem Anlegen, nach dem Ziehen, entscheiden, ein Siegel zu spielen. Spiele ich dieses Siegel, dann lege ich das in den Vorrat und ziehe noch 2 weitere Münzen. Das darf ich nur einmal pro Zug machen, egal ob ich 1 oder 2 oder 3 Siegel in meinem Vorrat habe. Auch hier gilt wieder Falschgeld raus und dann könnte ich diese 3 Münzen verteilen. Hier, ich komme mal kurz auf die Symbolik, brauchen wir 4 gleiche Münzen, egal welchen Typs. Das heißt, wenn ich hier einmal eine Türkise anlege auf meiner Seite, dann muss ich 3 weitere Türkise spielen, um dies zu erfüllen. Hier bräuchte man 2 silberne Münzen. Hier eine Kombination aus Silber und Türkis und so zieht es sich durch. Wichtig, hier gibt es teilweise diese Jokersteine, auch da muss man sich dran halten. Die müssen dann tatsächlich weiß sein, die dürfen nicht beliebig sein. Während die weißen Joker für eine beliebige Münze gesetzt werden können. Das heißt, hätte ich hier einen, wäre dieser Auftrag schon erfüllt. Aber wieder zurück zu meinem Zug und zu den verschiedenen Möglichkeiten. Diese Markttafeln sind immer im Spiel und bleiben auch immer da. Die werden sich niemals ändern. Für diesen Herrn hier müssen wir 3 verschiedene Münzen anliegen haben, um ein Privileg, ihr seht es da oben vorbereitet, zu bekommen. Und hier wären es 3 gleiche Münzen für einen Sofort-Joker. Das heißt, hätte ich 3 gleiche Münzen, dürfte ich mir sofort eine Joker-Münze aus dem Vorrat nehmen und die irgendwo auf meiner Seite anlegen. Wir erinnern uns, ich habe diese 3 gezogen, ich würde die jetzt einfach mal hier anlegen. Ich hätte es auch verteilen können. Ich erfülle die Bedingung, also habe alle Münzen gelegt und dann wird geguckt, ich erfülle eine Bedingung. Ich erfülle diese Bedingung, 3 verschiedene Münzen zu haben. Dann nehme ich die Münzen zurück auf mein Tableau, wo schon das Falschgeld liegt und darf mir jetzt in diesem Fall ein Privileg nehmen. Dieses schaue ich mir an und lege es zu mir. Dann wäre der nächste Spieler an der Reihe. Wir machen das jetzt mal für die rote Dame hier. Sie zieht ein Falschgeld, Braun und Türkis. Ja, gut, okay. Sie denkt sich, Braun und Türkis finde ich gar nicht mehr so verkehrt, lege ich da an. Der blaue Spieler zieht 3 Münzen, hat 3 verschiedene, könnte jetzt das gleiche tun wie ich. Er denkt sich aber, lege ich mal Türkis und silberne Münze hier an und die bräunliche hier. Ich möchte das jetzt simulieren, was passiert. Oh ja, okay, er hat 2 Schwarzgeld gezogen, Falschgeld gezogen, das legt er auf sein Tableau, spielt sein Siegel und zieht 2 weitere. Okay, lass mir doch einfach mal hier ein bisschen weitermachen können. Und ihr werdet euch jetzt fragen, was für einen Sinn hat es tatsächlich, wenn man wo anlegt, wo schon jemand anderes angelegt hat. Die Privilegien, die wir im Laufe des Spiels erwerben, die schauen wir uns an und legen sie verdeckt vor uns ab. Sollten wir ein Privileg ausspielen wollen, so entscheiden wir das am Anfang unseres Zuges, bevor wir tatsächlich Münzen ziehen. Das heißt, ich sage, ich möchte dieses Privileg ausspielen, dann wäre das, dass ich als grüner Spieler einen Siegpunkt erhalte. Und ich dürfte ein Falschgeld aus meinem Sack, seht ihr hier, Falschgeld durchgestrichen, dürfte das in den allgemeinen Vorrat zurücklegen. Das Privileg ist benutzt und wird abgelegt und dann ist mein Zug dran. Ich ziehe also wieder 3 Stück. Wow, Silber und 2 Türkis. Ich kann jetzt natürlich dem hier ordentlich Konkurrenz machen. Nächster Spieler in der Reihe, die rote Dame. Aha. Wow, super Beispiel, genauso wie ich es brauche. Die bräunliche Münze legt sie einfach mal hier an
und diese zwei legt sie da an. Am Ende des Zuges wird wieder überprüft, hat sie eine der Bedingungen hier an einer der Marktstände erfüllt. Das hat sie und zwar hier. Sie hat eine silberne, eine braune, eine goldene und eine türkisfarbene Münze anliegen. Dann nimmt sie ihre Münzen zurück auf ihr Tableau. Dieser Marktstand schließt, weil dieses Horn ist verkauft. Sie erhält dafür 5 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt genau hingucken, hier ist eine schwarze Falschgeldmünze durchgestrichen. Ich habe es eben schon erklärt, sie hat jetzt auch diesen Vorteil. Sie darf sich eine Falschgeldmünze aus dem Säckchen holen und den Vorrat zurücklegen. Hätte sie keine mehr im Säckchen, dürfte sie eins von ihrem Tableau nehmen. Ihr erinnert euch, ich habe gerade eben gesagt, was bringt es mir, dass ich mich hier dazu setze? Dieser Stand schließt und der Spieler, der die meisten Münzen anliegen hat, aber gerade nichts bekommen hat, der darf nicht nur seine Münze zurück in den Sack nehmen, nein, er erhält zusätzlich auch noch ein Siegel. Das hat natürlich den Vorteil, dass wir wieder ein wenig flexibler sind. Dann wird am Ende des Zuges wieder nachgelegt vom Stapel. Wichtig hierbei ist, wenn mehrere Marktstände auf einmal leergeräumt werden, dann wird auch auf einmal wieder nachgefüllt. Also die werden nicht zwischendrin nachgefüllt. Wenn es blau im Zug ist, er zieht 3, er denkt sich, oh, ich bräuchte eigentlich nur ein Silber. Er hat 2 Siegel, er legt da eins ab, zieht nochmal rein. Ah, Falschgeld und Türkis, na super. Ja, was macht er denn da jetzt? Da ist er jetzt so ein bisschen in der Zwickmühle, was er da Schönes machen kann. Aber das führt schon ein bisschen zu weit. So weit möchte ich eigentlich gar nicht spielen. Ich wollte euch jetzt noch sagen, was bringen tatsächlich die verschiedenen Effekte, worauf müsst ihr euch einstellen. Es gibt als Boni hier unten noch, dass man ein Privileg erhält, zum Beispiel zusätzlich zu den 5 Punkten. Hier erhält man allerdings ein Falschgeld. Ihr seht aber auch hier den Unterschied. Hier braucht man 4 gleiche Münzen für 5 und ein Privileg. Und hier kriegt man 4 Siegpunkte für nur 2 Münzen. Dafür muss man halt das Falschgeld in Kauf nehmen. Hier ist es einfach nur ein Set aus 2x2. Hier gibt es weniger Punkte, dafür bekommen alle anderen Spieler 2 Falschgeld. Und das ist das, was ich persönlich ziemlich fies finde manchmal. Das Ganze gibt es dann noch hier als Kette mit 4 verschiedenen. Hier erhält man einen Joker. Diesen Joker erhält man in das Säckchen rein. Das ist ganz wichtig, weil wenn wir im Laufe des Spiels einen Joker aus unserem Säckchen ziehen und ihn anlegen und damit einen Auftrag erfüllen, geht der Joker zurück in den allgemeinen Vorrat. Ein Joker ist wirklich nur für eine Runde gültig, also einmal gespielt und genutzt und nie wieder. Das hier ist interessant, weil, ich hole mal das Tableau hier ein bisschen näher, dann könnt ihr es besser sehen. Der erste Spieler bekommt einen Punkt für diesen Auftrag, der oder für dieses bis für diesen Gegenstand. Der zweite Spieler 2, der dritte 3 und der vierte sogar 4 Punkte. Rot würde hier also nur einen Punkt bekommen. Grün ganze 2, wenn es so wäre. Gelb 3 und Blau sogar 4 Punkte. Achtung, es bekommt natürlich nur der Spieler Punkte, der diese Karte auch erwirbt. Hier wieder einen Joker für 3 Türkis. Hier gibt es wieder Falschgeld für 4 Punkte. Also ihr seht, die sind teilweise sehr ähnlich. Hier das kleinste mit 2 Punkten für 2 gleiche. Auch hier sehr mächtig die Belohnung von tatsächlich 3 Jokersteinen, die es in den Beutel gibt. Wieder ein Privileg, nur Punkte. Falschgeld, 2 Privilegien, einen Joker. Hier, das hatten wir schon eben als Privileg. 2 Falschgeld aus dem Säckchen oder vom Tableau entfernen. Hier wieder ein Falschgeld nehmen, einen Jokerstein nehmen. Hier sind es fette 7 Punkte, das rentiert sich. Hier darf man ein Siegel nehmen. Jetzt haben wir auch schon fast alles durch. Hier bekommen alle anderen ein Falschgeld, man selbst bekommt einen Joker. Deswegen auch hier diese 3 Männchen, also alle Mitspieler gemeint. Hier dieser Wiederholen-Pfeil, der ist interessant. Denn erfüllt man diese Kriterien und erwirbt diese Violine, so darf man direkt noch einen weiteren Zug ausführen. Das waren jetzt alle kurz durchgegangen besonderen Gegenstände. Wir haben hier natürlich auch noch die Düfte, die sind ein bisschen fieser. Da gibt es den mit dem Fragezeichen. Hierfür würden wir einfach den Nachziehstapel der besonderen Gegenstände, wenn wir das erwerben, aufdecken. Diese Punkte hier oben, das sind 2 bis 7, die gibt es und dann wird diese Karte abgelegt. Das ist natürlich schon so ein bisschen Glücksspiel an dieser Stelle, ob da was
Gutes bei rumkommt oder nicht. Hier gibt es keine Punkte, aber zwei Joker und alle anderen müssen ein Siegel ablegen. Hier darf man sogar für null Siegpunkte dreimal Falschgeld entfernen. Hier ein Falschgeld, hier haben wir nochmal das Fragezeichen und nochmal das Fragezeichen. Ihr seht, das ist ein paar Mal drin. Oft gibt es auch bei den Düften tatsächlich wenig Punkte. Ihr seht es ja vielleicht. Null Punkte für Joker, nochmal ein Fragezeichen, null Punkte für noch einen Zug und alle anderen dürfen sich zwei Falschgeld nehmen und ein Siegel tatsächlich abgeben. Das ist heftig. Hier gibt es einfach nur zwei Privilegien und die anderen müssen Siegel ablegen. Hier kriegt man ein Siegel und ein Privileg, alle anderen müssen es ablegen und hier gibt es zwei Privilegien. Wichtig, immer nur Privilegien spielen zu Beginn des Zuges. Siegel nur eins, Privilegien nur eins pro Runde und dann sind wir eigentlich schon auf der sicheren Seite. Und so spielen wir Runde für Runde, bis, wie gesagt, ein Spieler es schafft, hier diesen Start- und Endepunkt zu überqueren. Was jetzt unterwegs noch wichtig ist, das zeige ich euch jetzt nochmal hier ein bisschen detaillierter. Und zwar, wir bekommen hier Falschgeld oder einen Joker. Hier gibt es Siegpunkte, hier darf man Falschgeld ablegen. Das zur A-Seite. Die B-Seite ist ein bisschen interessanter, ein bisschen interaktiver. Hier bekommen alle anderen einen Joker oder alle anderen Falschgeld. Und so wirkt diese Seite ein bisschen, man möchte nicht derjenige sein, der da drauf kommt. Weil wichtig ist, ist ein Feld belegt und man hüpft oben drauf. Dann wird der Effekt unten drunter nicht mehr getriggert, weil der ist ja verdeckt. Das gilt es noch hierzu zu sagen. Schön ist, dass man hier einfach diesen Marker beliebig legen kann. Die Gruppe legt zu Beginn des Spiels fest, wo sie anfangen möchte. Das gilt für beide Seiten und das erhöht natürlich auch die Varianz. Und das war auch schon alles, das sind die Regeln zu Mercado. Und jetzt sage ich euch, was ich von dem Spiel bislang halte. Kleines abschließendes Fazit zu Mercado. Ja, wir haben es einige Partien tatsächlich auch mit verschiedener Besetzung an unserem Spielewochenende gespielt. Dazu verlinke ich nochmal hier für unser Spielewochenende. Da haben wir so viele Neuheiten auf dem Tisch gehabt und auch viele lange Spiele, alte Spiele, aber das ist ein ganz anderes Thema. Mit auf dem Tisch war auch Mercado. Und es kam tatsächlich mehrfach auf den Tisch mit verschiedener Besetzung und es hat jedes Mal eigentlich eine relativ gute Figur gemacht. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe tatsächlich 2-3 Partien gebraucht, um einigermaßen mit dem Spiel warm zu werden. Warum? Zum einen der Glücksfaktor, der nicht gerade gering ist. Wir ziehen aus unserem Säckchen 3 Marker raus. Das kann super sein, das kann genau das sein, was wir brauchen. Vielleicht setzen wir unser Siegel ein und ziehen 2 weitere raus. Jetzt habe ich tatsächlich 5 verwertbare Steinchen mir rausgezogen. Das kann aber genauso gut auch passieren, dass man da 3 Falschgeld zieht. Und dabei möchte man noch vielleicht nicht sehnlicher als ein Silbernes zu ziehen. Und man weiß genau, ich habe noch kein Silbernes gelegt, sind noch alle 5 drin. Es wird doch jetzt endlich mal... Nein, natürlich ist es das nicht. Es kommt dann natürlich nicht so, wie man es braucht. Zum Material kann ich direkt vorwegnehmen. Das ist einfach schön gelöst. Auch, dass jeder Spieler hier sein eigenes Beutelchen hat mit einem entsprechend farbigen Anhänger. Material schön, klasse, echt. Und auch die Pappteils sind alle entsprechend qualitativ. Wir bekommen jede Menge dieser Holzchips. Das hätte man natürlich auch deutlich billiger lösen können. Was auch sehr charmant ist, es kommen von jeder Farbe 2 Ersatzchips mit. Das heißt, selbst wenn welche verloren gehen sollten, dann sind immer noch die 2 Ersatzchips da. Also da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Auch so eine dezente Liebe zum Detail. Vorne drauf weiblich, hinten drauf männlich oder umgekehrt. Wie gesagt, materialtechnisch gibt es da wenig zu meckern. Auch, dass die Varianz durch den zweiseitigen Punktetrack nochmal vergrößert wurde, finde ich schön, spricht für das Spiel. Da man selbst in der Viererpartie, wir haben glaube ich fast alle, eine Partie haben wir zu dritt gespielt, aber selbst in der Viererpartie diesen Stapel quasi nie komplett durchspielt, das erhöht hier auch nochmal die Varianz. Auch das spricht für dieses Spiel. Was
ich persönlich jetzt nicht so schön finde. Und das ist, glaube ich, auch eines der Indizien, warum es tatsächlich hier um ein Familienspiel geht. Und auch um nicht viel mehr. Hier haben wir ein Fragezeichen bei den betörenden Düften. Man zieht einfach die nächste Karte vom besondere Gegenstände-Stapel und das kann halt alles sein von 2 bis 7. Wir hatten dann tatsächlich schon auf dem Weg, dass jemand mit epischem Vorsprung gewonnen hat. Das kann natürlich aber auch sein, dass man hier einen Joker-Chip tatsächlich einen Weisen opfern muss und dann nachher nur 2 Punkte bekommt. Dann habe ich 2 und einen Joker geopfert. Hier hätte ich aber genauso gut vielleicht 2 Silberne legen können und 4 Punkte bekommen. Das heißt, mit einem Chip tatsächlich weniger den größeren Effekt. Gut, ich muss hier Falschgeld nehmen. Aber das tut nicht so sehr weh, vor allem im Verlauf des Spiels. Am Anfang natürlich schon. Desto mehr Falschgeld, desto schlimmer wird es. Und gerade wenn man dann solche Kärtchen bekommt mit einer Belohnung, wo man dann den anderen Falschgeld zuschustert und nicht selbst Falschgeld bekommt oder selber Falschgeld vielleicht ablegen kann, dann ist es schon ziemlich heftig. Und ich hatte, als wir auf der B-Seite gespielt haben, tatsächlich einmal die Erfahrung gemacht, ich war selbst in der tollen Lage, ich bin mein Falschgeld relativ schnell losgeworden und die anderen mussten Falschgeld wegen mir nehmen. Und das war dann natürlich so ein bisschen ein Teufelskreis. Die anderen haben immer mehr Falschgeld angehäuft, ich bin es losgeworden, das heißt, ich hatte am Schluss, glaube ich, noch 2 oder 3 drin, die anderen hatten irgendwie 7 oder 8 drin. Das ist dann schon echt krass. Was ich schön finde, ist dieser Mechanismus, dass man hier tatsächlich auf dem Punktetrack auch nochmal Punkte bekommen kann. Das heißt, dass man so ein bisschen ausloten kann, oh, ich möchte jetzt aber unbedingt die 4 Punkte, weil dann komme ich hier drauf, dann kriege ich 3 Punkte, dann kann ich ja nochmal 1, 2, 3 vorwärts. Und das ist einfach was, wo so ein bisschen Kniff mit reinbringt. Auch diese Privilegien. Wann spiele ich jetzt tatsächlich diesen einen Punkt aus zu Beginn meiner Runde? Ja, natürlich dann, wenn ich entweder hier ein Falschgeld ablegen kann oder ein Joker-Steinchen bekomme oder nochmal zusätzliche Ruhmpunkte hier oder Siegpunkte bekomme. Das macht dann natürlich besonderen Sinn. Oder wenn ich jetzt tatsächlich hier irgendwie Siegel bekomme, weil ich möchte eigentlich zu Beginn meines Zugs immer ein Siegel vor mir ausliegen haben, ganz einfach aus dem Grund, dass ich 5 ziehen kann. Es ist natürlich viel angenehmer, 5 zu ziehen, davon einen so zu positionieren, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, ein Siegel zu bekommen, selbst wenn man vielleicht weiß, die Karte kann man sowieso nicht bekommen. Dann macht es natürlich unter Umständen Sinn. Und das ist, finde ich, eine schöne taktische Komponente, die da mit reinkommt. Und das ist stimmig und macht so auch Spaß. Für mich wirklich ein schönes Familienspiel, eine gelungene runde Sache. Ich versuche jetzt mal das Haar in der Suppe zu suchen. Ich habe schon gelobt, die Varianz bei den Gegenständen, die Varianz bei den Düften, beim Punktetrack, bei den Startpunkten, durch die Privilegien, alles wunderbar. Es ist rund, es spielt sich schön. Manko, wie gesagt, das einzige dieser Zufallseffekt. Ich habe auch schon gelobt, dass zusätzliche Steinchen mitkommen. Das Einzige, was ich nicht verstehen kann, tatsächlich, ist das Inlay. Hätte für mich so nicht unbedingt sein müssen. Das wabert so ein bisschen teilweise hier rum. Ist schön, weil der Punktetrack hier genau reinpasst. Die Schachtel ist ein bisschen zu groß tatsächlich, um das Spiel sinnig zu transportieren. Hochkant im Regal stellen, auch nicht so unbedingt grandios. Da wäre es natürlich viel einfacher gewesen, vielleicht eine Packungsgröße kleiner zu nehmen, hätte auch es getan. Nur so als Beispiel. Das wäre jetzt aber wirklich schon der einzige grobe Kritikpunkt, den ich so noch anmerken kann. Ansonsten kommt hier wirklich ein schönes Familienspiel daher. Es spielt sich flüssig, es erklärt sich flott. Ihr habt ja gemerkt, die Regeln sind nicht allzu komplex. Manche Sachen sind vielleicht in den Regeln nicht so exakt geschrieben, dass man es tatsächlich versteht. Man muss ein bisschen genauer hingucken, dass mit den Privilegien überliest man vielleicht ziemlich gern, aber es wird spätestens beim zweiten oder dritten Spielen klar. Und deswegen finde ich, ist das, also Mercado, ein schönes Spiel für die ganze Familie, wo Eltern und Kinder wunderbar gemeinsam spielen können. Und ich würde sagen, das ist auch wirklich ein Kandidat für Georgs Gateway Games Liste. Und deswegen von mir ein Gateway Game Stempel für Mercado von Rüdiger Dorn. Eine schöne Neuheit 2018. Und ich würde sagen, wenn ihr die Chance habt, schaut sie euch auf jeden Fall mal an.
das war's zu diesem Spiel, zur Neuheit von Cosmos. Habt ihr es schon gespielt, habt ihr es schon gesehen? Schreibt mal eure Erfahrungen, falls ihr schon welche gesammelt habt, in die Kommentare, würde mich persönlich interessieren. Und dann reizen euch so Spiele mit Säckchen, mit minimalem Backbuilding. Ich meine, die Chips ändern sich nicht, außer die Joker-Chips, die hinzukommen, und die Falschgeld-Chips, die hinzukommen oder rauskommen. Reizt euch ein solches Spiel? Ich meine, Rüdiger Dornhardt ist ja bekannt für solche Spiele wie Karuba, Las Vegas, und es sind beide Spiele, die von der Spielzeit und von der Spieltiefe hervorragend sich eignen für Gelegenheitsspieler, für wenig Spieler und natürlich auch für die Familie. Ich würde mich freuen über Kommentare eurerseits. Lasst einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal, falls nicht eh schon geschehen. Und jetzt viel Spaß beim Spielen. Macht's gut und bis bald.